hätte ich keinen Kampf mit diesem Monster-Ding gemacht. Heute nehme ich euch einen Tag mit. Es ist ganz viel Action auf der Bühne geplant. Ich habe den vierfachen Around the World probiert. Den so gut wie unmöglichen Trick. Und so viele Fans waren da, dass ich erstmal von vorne anfangen muss. Heute bin ich in Leipzig und habe einen Auftritt für Super RTL. Das Ding ist, es kommen ja noch viel, viel mehr, ja? Das war noch nicht mal die Hälfte. Es kommen noch verdammt viele auf jeden Fall. Und ich mache später dort auf dieser Bühne meine Skills. Boah, die Decke, die ist sehr niedrig. Ich weiß gar nicht, ob ich den Ball vom Nacken hochwerfen kann. Ey, krass. Er hat extra ein Yannick Freestyle Fotoalbum. Und da habe ich dann erstmal überall unterschrieben. Der DJ meint, irgendwas stimmt mit meinem Song nicht. Song Struggles, Leute. Wir müssen meinen eigenen Song heute abspielen können auf der Bühne. Das ist wichtig. Ich habe ja noch so einen Bizeps-Muskelkater, Leute. Vor zwei Tagen einmal wieder im Fitnessstudio gewesen. Geht gar nicht fit. Die Zeit ist gekommen. Ich glaube, ich ziehe mich jetzt mal um. Ja, mir ist echt ein bisschen heiß. Ich kann zwar nicht schnipsen, aber... Jetzt muss ich mich erstmal aufwärmen. Ich habe die letzten Tage so viel gemacht, ich bin ziemlich K.O. Boah, Leute, ich merke heute richtig meine Beine, das ist ja unglaublich. Oh, die letzten Tage waren anstrengend. Geht schon irgendwie, muss gehen. Immer weiter. Immer weiter. Jetzt mache ich ordentlich Stimmung, ihr könnt es wahrscheinlich hören. Richtig geil, auch geile Musik feier ich. Jetzt bin ich gleich dran und ich bin richtig nervös. Nein, Freunde, es geht. Also, viele haben mich auch gefragt, bin ich nervös für meine Shows? Nervös, ich denke, das ist ganz normal, obwohl ich mittlerweile schon so viel gemacht habe, aber man muss einfach machen. Ihr seht schon, Mikro ist am Start, ich bin hyped, ich hab Bock auf die Show, lasst uns ein bisschen Gas geben, it's Showtime. Immer wenn Leute, wenn eine Kamera auf dieser Bühne ist, dann wird gerade gefilmt. Das ist mein Lieblingssatz, haben wir ganz lange gefragt. Sehr, sehr weise, Simon. Wenn ein Ball und eine Kamera auf der Bühne sind, dann fehlt eigentlich nur noch einer. Mach mal einen fetten Applaus für Yannick Freestyle! Herzlich willkommen hier auf der Comedy-Bühne, Yannick! Sehr, sehr cool, dass du heute da bist. Dankeschön. Ja, ich freue mich auch, heute hier in Leipzig. Ich komme ja eigentlich aus der Nähe von Frankfurt. Wir sind heute richtig weit hier extra nach Leipzig gefahren, damit ich euch meine besten Skills zeigen kann. Ja. Noch! Ja. Noch! Ja. Okay, dann machen wir jetzt an. Let's go! Das ganze Publikum hat mitgefiebert, richtig krass. Und ich habe dann auf der Wackelbühne meine besten Skills gezeigt. Ey, die Decke war ja so niedrig. War voll schwer, den Ball dann nicht gegenzuwerfen. Die legendären Liegestütze habe ich natürlich in meiner Show auch gezeigt. Tricks wie ein doppelten Around the World oder auch auf der Sohle zu jonglieren. Ich glaube, das Publikum hat's gefeiert. Oder? Jetzt seid aber ihr dran. Ihr wisst ja, ich hole immer Zuschauer auf die Bühne. Yeah! Stark! Oh mein Gott! Was? Ey, mach mal Applaus, das ist stark! Jetzt hatte ich aber noch ein riesen Highlight geplant. Live auf der Bühne meinen dreifachen Round the World zu zeigen. Ich mach's ja schon ohne Ball, das wird jetzt verdammt schnell. Jeder aus dem Publikum hat's gefilmt und ich hab's dann direkt geschafft. Was ich zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, gleich werde ich richtig krass gefordert. Vierfacher. Aber gibt es so für dich auch einen Trick, der so der super Trick ist, den du unbedingt noch lernen musst? Viermal. Willst du es jetzt mal kurz einmal? Ein Versuch. Viermal. Ja, los. Ein Versuch. Es war fast viermal. Wenn ihr immer weitermacht, wenn ihr an euch glaubt, dann könnt ihr sehr, sehr viel erreichen. Nicht nur im Freestyle, sondern auch generell im Leben immer weitermachen. Glaubt immer an euch und ich hoffe, euch hat die Show gefallen. Dankeschön. Let's go. What the fuck? Krass. Ich sag, ist perfekt. Alle. Verrückt, Alter. Das ist verrückt. Soll das denn die ganze Tour werden? Dann standen erstmal 10 Millionen Unterschriften an. Nein, Spaß, ich mach's ja echt gerne. Hört euch ihn mal an, richtiger Ehrenfeld. Echt geil, das war echt gut. Unterschriften, Unterschriften, Unterschriften. Ich frag mich wirklich immer, von wo die mich alle kennen. Guck mal, ich sag euch so, Freunde, jetzt mal ein bisschen Real Talk. Jetzt mal wirklich mal kurz Real Talk am Rande. Ich habe jetzt gerade wieder 300 Autogramme, locker 300 Autogramme gegeben. Und ich mache das sehr, sehr gerne. Aber manchmal kommen welche und die nehmen das einfach. Die sagen nicht bitte, die sagen nicht danke, die sagen nichts. Die gehen einfach. Das finde ich mal ein bisschen schade. So. Eben gerade waren welche da, die haben gesagt, geil Show, ich schau mal in Videos, die haben mich richtig gefreut. Dann geht mein Herz richtig auf, wenn ich so eine Lebensenergie merke. Aber wenn einfach gar nichts kommt, nicht bitte, nicht danke, finde ich es mal ein bisschen schade. Deswegen, kleiner Tipp, immer bitte und danke sagen. Ihr kommt sehr sympathisch an.
Lebensweisheit mit Yannick. Jetzt habt ihr wieder was Neues gelernt. Nein, aber wirklich, seid immer dankbar für das, was ihr bekommt und seid vor allen Dingen freundlich. Oh, Freunde, die durchgedreht. Ihr seid ja echt krass, ne? Wir sind hier in Leipzig, das ist so weit weg. Und trotzdem so viele kennen mich. Finde ich echt krass. Vielen Dank dafür. Ich bin jetzt aber echt geschafft und jetzt müssen wir auf jeden Fall mal was essen. Komm. Jetzt gibt's hier erstmal Reis mit Curry. Okay, Freunde, ich nutze die kurze Pause, um drei von euch zu grüßen. Einmal hat hier Sarah kommentiert, ich bin Italienerin und esse fast jeden Tag Italienisch. Sie hat das bei meinem Tourvideo kommentiert, wo wir auch später Italienisch waren. Grüße gehen raus an Sarah. Der zweite Gruß geht raus an Nisa. Er hat kommentiert, richtig geiles Video, du bist ein Ehrenmann. Nisa, du bist auch ein Ehrenmann, danke für deinen Support. Und wir haben Nadine Samiler, sie hat kommentiert, wenn es mir schlecht geht, dann schaue ich deine Videos an. Nadine, freut mich sehr zu hören. Sprachen lernen, Bubble. Auch ein lieber Gruß geht raus an dich. Jetzt wird's richtig wild. Gegen einen Follower von mir mache ich jetzt ein episches Duell. 3, 2, 1, go! Und jetzt müssen wir uns beide durch diesen Parcours hangeln. Aber man nennt mich nicht umsonst Yannick Freestyle Tarzan. Okay, der war schlecht. Der Gewinner! Hab trotzdem gewonnen. Was war los? Was sagst du dazu? Naja. Mit Ansage. Ansage jetzt alle. Oh, ja. Strike! Ich hab gesagt, mit Ansage Strike. Eins, ich bin links, ne? Ja, du bist hier. Ja, du bist der. Ja, ich hab's schon erstmal kontrolliert. Nein! Ich bin runtergefahren. Jetzt, pass auf. Immer weiter, ey. Immer weiter, ich sag's euch. Auch wenn ihr dreimal runterfallt, immer weiter. Gleich geht's richtig ab, Freunde. Gleich muss ich echt springen, sonst werde ich auseinandergenommen. Baller den Kollegen richtig schnell. Hätte ich das lieber nicht gesagt. Oh mein Gott, komm. Ja, ich hab gewonnen! Die Plätze, fertig, los! Auf einmal bin ich jetzt auch bei Ninja Warrior gelandet. Jetzt muss ich nämlich hier noch so einen riesen Parcours überwinden. Also ich sag euch ehrlich, ich hab gedacht, das wäre richtig einfach, aber es ist so schwer. Na ja, wenigstens haben meine Fans mitgefiebert. Er sagt, ich bin athletisch, trotzdem komme ich nur gerade so durch diesen Parcours. Ich bin, glaube ich, einfach zu groß für diesen Parcours. Jedenfalls hat sich das bei diesem Netz hier absolut so angefühlt. Da war ich auf einmal nicht mehr Tarzan. Ihr wisst, ich bin manchmal sehr verpeilt. Und so hatte ich auch jetzt keine Ahnung, wo es jetzt hingehen soll. Ich bin letzter wahrscheinlich. So Leute, und das war's jetzt mit dem Video, Freunde. Ihr habt's gesehen, ich wurde gerade einfach mal so umgehauen von diesem Ding da hinten. Keine Ahnung, was das war. Wow, Blitzer, was machst du denn hier? Okay, also wenn ihr noch nicht geliked habt, dann liked auf jeden Fall jetzt das Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Hashtag immer weiter. Peace. Haut rein. Ciao. Meine Skills perform. Schreien meine Leute Yannick Freestyle nach vorn. 1, 2 oder 3 mal um den Ball. Das geht bei mir schneller als der Urknall.